Servus, Leute. Wir sind wieder Outdoor and More. Wir haben die zweite Radtour geplant, so wie letztes Jahr, da sind wir auch schon einmal eine Radtour gefahren. Das ist die Trauradtour, haben wir damals gemacht. Ihr könnt euch die Videos gerne anschauen, die sind verlinkt in der Infobox oben. Und dieses Jahr werden wir nach Italien zum Strand fahren, nach Grado. Und da freuen wir uns schon voll drauf. Jetzt haben wir eh länger warten müssen, aber jetzt haben wir schon alles fertig gerichtet. Wir zeigen euch jetzt ein kurzes Equipment, was wir mitnehmen. So, das da ist mein Radl. Da habe ich meine Sachen aufgepackt. Was natürlich jeder von uns mit hat, ist natürlich ein Schlafsack logischerweise und eine Isomatte. Ich habe nur richtig grüne Isomatten gewählt, weil ich sowieso hauptsächlich in der Hängematte schlafen werde und da ist besser eine dünnere. Die ganzen Sachen, was wir jetzt daher sagen, gibt es natürlich alles, wird alles verlinkt unter dem Video. Da könnt ihr euch die Sachen natürlich auch nachkaufen, wenn ihr Interesse an den Produkten habt. So, das ist die Isomatten, nur extrem dünn. So wie der Schlafsack, der ist auch extrem dünn, aber ich habe gedacht, wir fahren eh nach Italien. Und da wird auch sehr warm werden, deswegen reicht der Dünnerschlafsack und da kann ich auch sehr viel Gewicht sparen. Bei der Isomatten das gleiche. Und da habe ich noch mit eine kleine dünne Plane. Als Tarp, zum, falls es regnet und als Windschutz. Ja, Schlafsack und Isomatten hat jeder mit für uns. Auf der Seite habe ich noch hängen. Das sind die Wasserflaschen, das eine ist einfach eine Feldflasche. Da wird ja immer dunkel gebunden, weil ich habe da nämlich keinen Getränkehalter und da kann ich das einfach nachher so während dem Fahren oder so einfach ausnehmen nachher zu schaden. Da habe ich die Hygieneflasche mit, die habe ich, der Janis und der Simon, die haben alle da die gleiche. Die ist halt praktisch, weil sie halt der groß ist, da passen 1 Liter rein und da hat man auch noch die Maßeinheiten oben. Falls man, wenn man irgendeine Fertigprodukte abmacht, taucht man es oft. Und da in der Tasche, die ist auch relativ praktisch, die Tasche, weil da habe ich innen drin auch noch einen Becher, das ist der Becher von der Tonka, da wo ich halt da noch Sachen abkochen kann. Und da an Wasser habe ich dann insgesamt dann eben 2 Liter mit. Da ist auch der Becher eben. Das ist mein Rad bzw. von meiner Mama, weil ich fahre mit dem von meiner Mama. Weil mit einem Downhill-Rad ist da vielleicht nicht so gut zu fahren. Ich habe natürlich auch eine Isomatte, ich habe ein bisschen dickere wie der Jona. Der Schlafsack von mir ist auch ein bisschen dicker. Die ist zum Aufpumpen, also mit Luft. Dann da drin habe ich noch das GoPro-Equipment und logischerweise ein Polster und noch ein paar Sachen. Polster, GoPro-Equipment, dann eine Hängematte hat von uns auch jeder mit. Dann Ersatzradelschläuche. Dann noch ein Messer, ein Feuerstahl, dann ein leichtes und sehr kleines Handtuch und ein Klopapier, weil wir werden natürlich auch scheißen. Muss man natürlich auch mal. Und das war's eigentlich. Auf der Seite habe ich noch gewohnt und Essen. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Ich habe da Isomatten, einen Schlafsack, die Hängematten, Besteck, Geschirr und Gewand und das war's. Weiter zum Simon. Also ich habe das Radl von einer Bekannten ausgeliehen, weil meins leider hingeworden ist. Ich habe vorne drauf die Kamerataschen. Die anderen haben vorne nichts drauf. Ich habe die halt oben, damit man immer die wichtigen Momente gleich auffangen kann. Da unten habe ich die Isomatten. Da hinten habe ich nachher noch Gewand und die Schlafsachen, also halt den Schlafsack und die Hängematten und eine Plane. Ich schlafe auch das erste Mal in einer Hängematte. Hoffentlich wird es so halbwegs gehen. Dann da oben habe ich noch drin meine Wasserflaschen. Dahinter ist noch eine Wasserflasche. Dann da habe ich einen Ersatzschlauch, die Radlpumpen und den großen Topf, für, wenn wir halt einmal für alle zusammen kochen. Und da oben sind nachher noch so Sachen drin wie Ladegeräte, Akkubank und sowas. Okay, passt. Das war jetzt einmal grob die Ausrüstung. Ihr bei mir natürlich auch noch mit Gaskocher und so. Ja, das habe ich auch noch. Und Dauerbank hat sowieso jeder von uns auch mit. Deswegen werden wir hoffentlich auch genug Akku haben. Das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Natürlich haben wir alle noch Wechselgewand und so mit. Was man halt so mit hat. Powerbank haben wir auch jeder mit.
Handy, Brieftaschen, halt das, was eh normal ist. Das war's jetzt mit einem Ausrüstungsvideo. Wir haben eh die Standardsachen vorgestellt, halt, was man eh jeder mitbraucht bei einer Radtour. Und wenn ihr die Sachen kaufen wollt, schaut in die Videobeschreibung, da haben wir sie verlinkt. Abonniert den Kanal, damit ihr die Videos auch alle kriegt und sie anschauen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!